Ich bin Christina Draganova, bin 21 Jahre alt und absolviere Metallbaulehre in SV Metallbautechnik AG. Mein Arbeitgeber bietet sehr gute Chancen für die Lehrlinge. Wir können hier profitieren von verschiedenen Metallbautechniken. Wir können Aluminium bearbeiten, wir können Stahl bearbeiten, wir können CNS bearbeiten. Sie unterstützen uns sehr gut. Als Frau in dieser Branche habe ich bis jetzt sehr gut Erfahrung gesammelt. Metallbau ist wie grob, aber auch so fein. Und ich finde, dass ich einfach an der richtigen Ort bin. Ich heiße Patrick Salzmann, arbeite bei der SWM Metallbautechnik AG als Metallbaukonstrukteur. Der typische Tagesablauf bei uns sieht eigentlich so aus, dass man morgen sicher mal herhackt und PC startet und fährt an verzeichnen. Meistens im Verlauf des Tages auch ein Problem auf, das man lösen muss. Das heisst, der Architekt läutet an, es funktioniert etwas nicht. Und das heisst, man muss das näher beheben. Die besonderen Chancen bestehen eigentlich in diesem Beruf drin, dass man sich sehr gut weiterbilden kann. Man hat ein sehr breites Feld, wo man sich verwirklichen kann. Zum Beispiel im Bereich Ingenieur, wo man statische Sachen berechnen kann. Lernende habe ich die Anforderung, dass sie sich integrieren können, dass sie sich entwickeln können. Wenn jemand Interesse und motiviert ist, etwas zu machen, dann bekommt er die Möglichkeit, das auszuleben. Wir folgen nicht so einer sturen Struktur, wo ihm alles vorgegeben wird, sondern sie sind wirklich frei. Und wir achten schon sehr darauf, dass sie sich einerseits wohlfühlen, nicht in dem Sinn, dass wir jetzt da einen Schmusenkurs fahren mit denen, aber einfach, dass sie sich ihren Beruf entfalten können und auch ihr Wissen und ihre Erfahrungen, die sie gleich tagtäglich machen, wieder aufs Neue herausfordern, einbringen und so weiterkommen. Unser Unternehmen steht für die Speziellen. Wir haben über die ganzen Jahre hinweg immer das Glück gehabt, dass wir spezielle Aufträge machen durften, mit Anforderungen, die etwas außerhalb des Normalen liegen. Und das ist das, was uns reizt, das ist das, was wir suchen, etwas, was nicht 0815 ist. Wir haben mittlerweile 31 Lehrlinge dürfen ausbilden. Einen grossen Teil von diesen Lehrlingen haben wir teilweise oder immer noch weiter beschäftigt. Also wir haben eigentlich da genau direkten Nutzen von der Ausbildung, die wir machen, und wir tun das auch so umsetzen. Das Handwerk, der wirklich gute Handwerker, eben auch zukünftig goldigen Boden haben, weil ihn wird es brauchen für die alle Spezialsachen, die gemacht werden, die irgendwo umgesetzt werden müssen. Und das ist dann auch genau der Bereich, der uns hochgradig interessiert.